Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Transport Fever 2. Folge, ich weiß es gar nicht, 10, 11 sind wir mittlerweile auch schon wieder. Und ja, wir fahren hier jetzt gerade mal mit höherer Geschwindigkeit dann doch in Richtung des Bahnhofes, wo wir nochmal ein bisschen was verbessern werden. Wir fahren jetzt, glaube ich, mit einem der Züge aus der roten Serie. Das heißt, die fahren hier an diesem Gleis noch, an dieser Weiche noch geradeaus, um dann an dem Gleis dort aufs rechte Gleis im Bahnhof einzufahren. So, wir stoppen jetzt mal eben. So, was wir hier jetzt verändern würden, wollen würden, das ist nicht meine Idee, sondern es ist Kerstin aufgefallen, das ist vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn man es hier sieht, dass der blaue Zug hier auf dieses Gleis wechselt. Wenn aber dann hier auf dem roten Gleis noch ein Zug steht, weil ein anderer drin steht, ragt er zu weit hierher, als dass der blaue Zug dann keine Freigabe bekommen würde, das Gleis zu wechseln. Deswegen werden wir dieses Gleis, was wir hier gebaut haben, verlegen. Und zwar, ja, ich denke, wenn wir es hierhin machen, dann reicht das durchaus. So. Müssen wir noch die Gleise, die Signale beziehungsweise ändern. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht so genau, wo ich dieses jetzt platziere. Wenn ich das hier platziere, ragt das halb in das eine Gleis rein. Und noch weiter zurück, so steht es halt mitten in dem anderen Gleis. Das ist ja auch Quatsch. So, dass wir es eigentlich nur hier hinsetzen. Warum geht denn das jetzt nicht? Nur hier hinsetzen können. Und dann gar nicht dort. So, hier haben wir dann eins für ausfahrende Züge. Das würde ich auch tatsächlich dort wieder hinbauen. Das andere kann bleiben, wie es wo es ist. Können wir einmal das zerlegen und das zerlegen. Dann ist dieses Signal überflüssig. Ja, und den Rest können wir eigentlich so lassen, wie es ist, oder? Jetzt noch mal die Linien anschauen, dann wechselt eben der blaue sehr viel früher schon auf das richtige Gleis. Wir werden jetzt wahrscheinlich keine Situation herbeiführen können, wo das von Belang ist, aber der Einwand war auf jeden Fall sehr richtig und hilft entsprechend auch. So, okay, ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. So, jetzt weiß der gute Krillo gar nicht mehr, was er beim letzten Mal angekündigt hatte. Ich glaube, dass wir über diese Öllinie sprachen, die ich von hierher legen wollte. Ich habe mir aber was anderes überlegt. Und zwar werden wir die ersten Schiffe bauen oder das. Ja, mal schauen, wie viele Schiffe auf der Linie fahren werden. Wir brauchen einen Passagierhafen, genau. Den würde ich ganz gerne so weit können wir den schon reinragen lassen. Das würde ich auch dann ganz gerne machen. So, schließen wir das hier auch mal direkt an. Seehafen für Hamburg. Den nennen wir auch Hamburg. Ich habe sowieso viel zu wenig umbenannt in dieser Serie. Das ist mir vor kurzem schon aufgefallen. Also das ist ja Hamburg Hafen.
Machen wir es so. Hamburger Hafen ist, glaube ich, etwas. Hört sich zumindest besser an. Oh, die Straße hier habe ich auch wahnsinnig gerade hinbekommen. Ne? Naja, gut. So, und der andere Hafen soll zu Stralsund gehören. Allerdings ist es schwierig, den hier zu bauen. Deswegen werden wir den hier unten bauen müssen. Kann man ja fast sagen. Ja. Der ist dort eigentlich sehr gut. Beginnen wir mit der Straße und dann ist die Frage, das hier. Ich glaube, ich würde diese Straße mal zumindest bis hier einfach gerade laufen lassen. Dann bauen wir hier so eine Art Kurve und ich bin mir fast sicher, dass das viel zu steil ist. Wir müssen also hier mit schon die maximale Steigung mit einer Art Serpentinen. Artigen Erhöhung hier arbeiten. Schaut doch gut aus, wenn ihr mich fragt. Ja, da könnte ich tatsächlich so jetzt mit leben. Vielleicht so ein bisschen hier noch anpassen, aber den Rest würde ich wirklich so lassen, wie es ist. Ja. Oh, was haben wir denn da? Eine neue Lok. Und eine Pferdetram. Ja, wir haben noch gar keine Straßenbahnlinien gebaut, ne? Das ist auch der Paradox eigentlich. So, jetzt auch, brauchen wir auf jeden Fall erstmal als nächstes. Das würde ich ganz gerne hierher bauen. Eine Werft. Genau. Ja, die passt halt so gar nicht ins Hafenbild, ne? Wir bauen die mal hier hin, so ein bisschen außerhalb. Dann erzeugen wir erstmal eine Linie von Hamburg nach Stralsund. Jetzt können wir, das sind natürlich erstmal nur Passagierrouten. Jetzt schauen wir mal, was wir denn für schöne Schiffe haben. Okay. Ach, die könnten alle drei Frachtschiffe, aber nur zwei können auch Passagiere transportieren. Hier haben wir 70 Kapazität. Und hier auch. Das hier ist allerdings schneller. Mehr Emissionen. Das hier ist hier. Ich glaube, ich entscheide mich mal einfach dafür. Für jeweils eins kaufen. Und die fahren beide auf der gleichen Linie, einfach um da auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Also das ist Nummer 1. Und das ist Nummer. Weil das hier ist auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt, das Schönere. Ach, sieht schon sehr gut aus mit dem Wasser auch hier hinten, ne? Mensch, Mensch, machen wir mal eine etwas realistischere Geschwindigkeit.
Schaufelräder drehen sich auch mit. Das hat schon was, muss ich ja mal wirklich, wirklich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mal schon viel früher machen sollen. So, Hamburg braucht einen persönlichen Person, einen öffentlichen Personennahverkehr, nicht einen persönlichen Personennahverkehr. Bevor wir den bauen, würde ich ganz gerne mal schauen, an welchen Stellen es denn vielleicht Sinn macht, die Straße noch ein bisschen zu erweitern. Sicherlich. Hier lassen wir das so zusammenlaufen. Ja, warum nicht? Können wir noch. Da ranlegen, ja. So, das hilft auf jeden Fall schon mal und finde eigentlich hier auch eine Verbindung nochmal ganz sinnvoll. Vielleicht mal hier eine große Kreuzung. Da verlegen wir die lieber irgendwo hierher, so auf halben Weg. Das so ein bisschen verlängern, dann reicht das wahrscheinlich schon. Jetzt brauchen wir jeden Fall eine Bus-Bump-Station hier. Wo bauen wir denn den Bahnhof überhaupt? Die Idee war ja, die Linie Salzgitter, Stralsund, Hamburg, Denver zu bauen. Also Variante 1 ist hier. Variante 2 wäre irgendwo hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier unser Gleis rüberbringen. Dann ist es eigentlich wirklich egal, aber Denver liegt da. Also wäre hier sicherlich die bessere Variante. Das heißt, wir brauchen einen Passagierbahnhof, den wir so in etwa hier bauen werden. Dann haben wir nämlich noch Platz für die größeren Gebäude. Stopp, so für die. Ja, würde sich sogar perfekt da anpassen. Ja, super. Da können wir so auf jeden Fall sehr mit leben. Und Hamburg wird jetzt auch die erste Stadt sein, wo wir, Entschuldigung, Straßen, diese mit einer Straßenbahn arbeiten werden. So, Straßenbahnlinie brauchen wir definitiv hier, weil die soll hier oben rumfahren. Dann geht es hier also dort auf jeden Fall rum. Hier definitiv, die muss auf jeden Fall hier zum Hafen fahren können. Hier rum. So, jetzt bietet sich eigentlich hier noch an. So, und jetzt bauen wir
Erstmal ein Depot oder ja, ein Tram-Depot. Dort an die Berge, ja. Jetzt mal in die Nähe Hafens bauen wollen. Ich muss hier allerdings auch noch Platz ja für die Haltestelle haben. Vielleicht machen wir die Haltestelle erst. Ja, noch besser. Tramgleis, ja. Mal gerade schauen, ob wir den Anschluss dorthin machen oder in diese Richtung hier. Besser. Achso, ich wollte gerade sagen, was war das jetzt? Ich habe das doch gebaut. Jetzt brauchen wir Haltestellen. Ich würde gerne sogar zwei unterschiedliche Linien bauen. Die eine startet dort, fährt hier rum, fährt hier rum. Rumfahren lassen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Linie an. Also wir starten hier, fahren dann dort entlang, dort, dort und dort. Und dann machen wir gleich und nochmal. Die entgegengesetzte geht eben dann hier rum. Dort. Dort. Und zu guter Letzt hier. Erstmal das hier ist Schiff, Boot, keine Ahnung. Hamburg, Stralsund. Und das hier ist. Ah, shit. Wollte die auch umbenennen. Das ist Tram. Hamburg, jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist die im Uhrzeigersinn, oder? Okay, am Hamburg 1 und dann im Uhrzeigersinn. Und das hier ist Tram Hamburg 1 gegen den Uhrzeigersinn. So. Und jetzt müssen wir mal eben planen, wo wir Nummer 2 lang fahren lassen. Also die fährt. So, dann würde ich Nummer 2 hier rum, hier oben rum und dann hier durch und zurück. Aber die Tramgleise hier bislang umsonst, aber das ist auch noch nicht so dramatisch. Kostet zwar ein bisschen was an Gebühren, aber naja, so können wir denn das Ding hier noch. Erweitern Straßen.
wir hier jetzt noch ein bisschen mehr Platz. Jetzt brauchen wir noch mehr einfache Haltestellen. Also wir haben gesagt, wir fahren direkt hier rum. Dann geht's hier weiter. Dann wollten wir hier rum. Hier oben. Natürlich. Hier am Bahnhof entlang. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wir wollten darum zurück, ne? Dann würde ich das der Straßenbahn überlassen, wie sie dorthin kommt. Aber auf jeden Fall dahin. Kann sie eigentlich dorthin durchfahren, oder man macht hier noch mal, aber das sind dann, die sind auch so nah beieinander, aber hier noch eine andere zu bauen, aber wir könnten vielleicht diese Station hier auch dafür nutzen, um umzusteigen. Das ist noch eine Idee. Ja, so, neue Linie hier. Fahren wir los. Nur erstmal überlegen. Dort entlang wollten wir dort entlang fahren und dort. Dann da. Zum Bahnhof. Hier durch. Macht es dann Sinn, diese Station nochmal anzufahren? Ja, wir kommen hier eh vorbei. Wenn da eine andere steht, wird sie sowieso warten. Dann können wir hier auch halten. So, und dann sind wir wieder dort. Das ist dann Turm Hamburg 2. Zeigersinn. Dann das Ganze nochmal in umgekehrter Reihenfolge. Auch von hier. Dann erst dort entlang. Dort. Dort. Jetzt habe ich irgendwie einen Denkfehler. Ja, ich weiß auch schon wo. So, die 11. Suite ist klar, aber danach fahren wir natürlich nicht da weiter, sondern wir fahren hier weiter. Ja, klar. Dann geht's dort rum. übrigens noch eine Sache zur Kameraführung. Jeder, der dieses Spiel schon mal selbst gespielt hat, hat schon... Oh. Neue Pferderungwagen und planen Pferdewagen. Das klingt nach neuen Transportfahrzeugen. Können wir mal austauschen. Jeder, der das Spiel schon mal selber gespielt hat, weiß oder hat gemerkt, dass diese Kameraführung hier wirklich... mindestens schwierig ist. Also da ist vielleicht noch etwas Verbesserungsbedarf. Jetzt muss ich mal eben schauen. Also wir fahren, glaube ich, hier durch. Mit der Straßenbahn. Das ist eher doof. Das heißt, muss man gerade eben schauen. Man kann doch auch einen Wegpunkt setzen.
Mal hier und hier. Und dann können wir noch mal die Linie 2 überarbeiten. Und nach der Laurel Street und vor der River Street eine Haltestelle hinzufügen. Und zwar diesen Punkt. Dann fahren wir nämlich hier rum, wo schon Gleise liegen. Und das gleiche machen wir hier. Da ist es nach der 6 vor der 7. Da fügen wir den Punkt hinzu, dann fahren wir auch darum. Und ich glaube, hier müssen wir es auch noch mal machen, weil hier eben auch noch keine Straßenbahn Gleise liegen, aber ansonsten haben wir alle. Okay, so Wegpunkt. Einmal hier, einmal hier. Dann nehmen wir die beiden Linien. Da ist es nach 2 vor 3. Schief gelaufen. Besser aus. Und bei dieser hier ist es nach 5, wo wir den Punkt. Ja, sehr schön. Damit ist das schon mal erledigt. Was ich vergessen habe, ist unser, ich soll es nicht vergessen, aber ich habe es ja erstmal vertagt, weil wir hier noch die Haltestelle ja gebaut haben. Wir brauchen noch unser Tram. Puh. Hier ist ja eher so der Stadtkern, da möchte ich das eigentlich nicht unbedingt bauen. Dann machen wir das mal. Passt es hier rein? Ja. Mit der Straße macht, finde ich allerdings nicht so schön. Wenn wir da mal so ein starkes Gefälle drin, gibt es noch nicht. Aber so geht's ja halbwegs, ne? Schönbau ist das nicht, was ich hier betreibe. So, was haben wir denn? Wir können hier eine Pferdebahn oder Pferdeturm. Das hier ist die modernere. Dann nehmen wir die sicherlich auch mal. Und da kaufen wir jetzt Stück pro Linie. Das heißt, wir brauchen insgesamt 16. So, 1, 2, 3, 4. Ist für 1 geben. Für 1 um. Die 4 sind für 2 geben. Und der Rest ist 2. Oh. So. Jetzt kann hier der Transport, der Personentransport losgehen. In der Hoffnung, dass wir viele Besucher für den Hamburger Hafen kriegen. Jetzt haben wir hier was Ähnliches. Hier werden wir uns jetzt, also die Straßenbahn bauen ist doch ein bisschen umständlicher als Busse, zumindest für mich. Stralsunder Bahnhof. Denke mal. Okay, das Ebenen funktioniert hier eher. So.
wie ich mir das vorstelle. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Probieren wir doch erstmal, ob wir hier. Einen Bahnhof reinkriegen. Ja, kriegen wir. Aber von der Höhe ist das natürlich so eine Katastrophe, sondern. Schauen wir uns das Ebnungstool hier nochmal an. Muss doch hier. Ah. Nicht so das Gelbe vom Ei, da brauche ich auf jeden Fall noch Übung. Aber dann hier noch mal, nee, jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir hier so einen Bogen drin haben. Ich kriege den einfach nicht raus. Suchen wir das Ganze mal anders. Bauen einfach mal ein Gleis hierher. Lassen das so auf. Dieser Höhe ankommen. Und schließen dann den Bahnhof da an. Perfekt. Also perfekt. Genau, weil ich dann nämlich hier jetzt mit dem Werkzeug sehr viel besser das Gelände einebne. Wo auch immer das so ist. Okay, so gemacht haben wir das eigentlich nur, um hier eine vernünftige Haltestelle bauen zu können, aber auch das sehe ich gerade. Finde ich dann so ganz schön auch nicht. Weil wir auch da dann wieder einen Höhenunterschied drin haben. Dann machen wir das mal. Auch wiederum etwas anders. Wir vergrößern den Bahnhof. Verstehe nicht, warum das nicht an unserem Bahnhof ansnappt. Merkwürdig, oder? So wird es auf jeden Fall funktionieren. Geil, okay. Und das so. Dann ebnen wir noch mal hier. Da haben wir immer noch ein starkes Gefälle, aber zumindest ist dann jetzt hier mal alles
Verbunden. So, wir brauchen noch ein paar weitere Bushaltestellen. Wir gehen von hier weg. Einmal hier rum. Würde ich durchaus dort rumgehen. Hier entlang. Hinten rum. Hier. So. Hier rum und dann sind wir auch schon da. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so ohne Wegpunkte hinbekommen, aber wir versuchen es mal. Wir nehmen erst diese Route. Seite macht er nicht, damit das so machen. Ich bin nämlich da auch nicht. Was soll denn das? Obwohl, ne, ist ja richtig, dass er das so macht. Ich habe wieder mal die falsche Station ausgefällt gehabt. Also die falsche Seite der Station. Dort rum. Dort rum. Und dann sind wir schon da wieder. Okay. Das ist Busstrahl Sund. Uhrzeigersinn. Und dann machen wir das Ganze nochmal umgekehrt. Einmal. Dort entlang. Dort. Und dort. Das wiederum ist Busstralsund gegen den Uhrzeigersinn. Und dann brauchen wir noch eine Linie. Startet. Dort. Soll einmal von hier die Leute einsammeln. Hier nochmal. Und dann. Dort. Wobei hier eigentlich zwei Stationen, ja. Alle Blödsinn sind, oder? Vielleicht gleich immer noch abreißen. Neue Linie. Also auch die startet hier. Soll dann dort entlang gehen. Dort. Dann ja. Chestnut Street Nummer 2, okay. Das ist Bus Stralsund Hafen. Oh Mensch. Und weiter startet ebenfalls von hier. Läuft dann umgekehrt erst dort entlang. Da. Glaube ich hier, ne? Und das ist Bus. Oh. Heute habe ich es aber auch mit dem Tippen. Puh, schwere Geburt. Busdepot gibt es hier auf dieser Insel
Ja, zumindest nicht in der näheren Umgebung. Etwas noch außerhalb verlegen. Auch hier kaufen wir wieder 16 Fahrzeuge. Pferdekutsche gibt es bislang nur die eine. Hier pro Linie. 1, 2, 3. Hier für die. Für die. So. Und so, da habe ich auch wieder Strahlsohn geschrieben, mir ist egal. Ist nicht egal. So. Okay. Aber in dieser Linie, da kommen sie alle anmarschiert. Jetzt hat ja Hamburg schon ein bisschen zumindest gelaufen. Ja, da sind auch schon einige Leute. Die warten. Jetzt haben wir wieder ein viel zu langes Video eigentlich gemacht. Ich frage mich, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Und wir nutzen dann doch jetzt mal hier Zeit, um das erste Mal mit einer Pferdetram mitzufahren. Gucken wir uns vielleicht eine, die eine etwas interessantere Route nimmt. Diese hier zum Beispiel. Ja, durch den städtischen Bereich. Das ist dann doch spannender. 3 von 6 Leuten, die mitfahren. Da kommt noch, ah ne, das war ein Vogel der Schatten. Ich dachte, da kommt noch jemand angerannt, der auch mit möchte. Aber dem war dann nicht so. Ja, gut, ich würde sagen, das war's schon für heute wieder. Wir haben jetzt also die ersten Schiffe gebaut. Und ja, ich werde jetzt Fahrzeuge austauschen. Können wir eigentlich vielleicht überlegen, ob wir die Zeit hier noch mal doch ein bisschen schneller laufen lassen, weil wir dann ja aus dieser Epoche ziemlich alle Fahrzeuge, mal von einem Frachtschiff abgesehen, schon im Einsatz haben und wir dann vielleicht auf etwas modernere Sachen gehen könnten. Das ist natürlich immer noch weit entfernt von wirklich modern, aber moderner als das, was jetzt so im Einsatz ist. Mich noch mal interessiert sind Schiffe, ja, die machen natürlich noch dickes Minus und es gibt auch noch keine Passagiere, aber ich glaube, das wird sich jetzt halbwegs zeitnah ändern. Genau, da ist schon der erste oder die erste, das weiß ich jetzt nicht, die hier aussteigen und dann Richtung Hafen und jetzt gleich müsste, genau, erste Person hier sein, Timothy Morris, da kommt Elon Jones. Also wir haben dann jetzt gleich die ersten Passagiere auf unseren Seefahrtlinien. Sehr schön, freut mich. Soll nicht über die vielen Probleme wegtäuschen, die wir noch hier haben. Ja, aber auch die kriegen wir noch in den Griff. Oh, hier sehe ich gerade, wir kriegen die Lebensmittel hier nicht annähernd verteilt. Ach komm, das machen wir alles, wie gesagt, in den nächsten Videos. Es gibt so viel zu tun. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei bleibt. Hier wird es auf jeden Fall noch eine ganze Ecke weitergehen. Und ja, vergesst nicht, den Like-Button zu